Oh, Mana, Gott sei Dank. Wir haben einen kleinen Mana-Mangel gehabt hier in dieser neuen Folge von Wind Waker, The Legend of und Zelda. Und ja, ich sage jetzt auch Zelda, so wie die ganzen Idioten, die Zelda sagen. Es gibt ja so Leute. Ja. Ich weiß nicht warum. Warum es so eine Leute gibt? Ja, warum Menschen so etwas Schreckliches tun. Ja. Also ich meine, Eltern halt, ne? also ich kenne auch Leute, die sind nicht meine Eltern. Aber die sind Nee, irgendwie ich meine, meines Eltern. Eltern machen halt komische Sachen und dann kommen so Leute raus. Achso, ja. Ich dachte jetzt in erster Linie an Etienne von Rocket Beans, weil der sagt auch mal Zelda und das Der geht mir sagt auch total auf den Sack. Lore, da bluten mir die Ohren. Es heißt Geschichte oder Lore, aber nicht Lore. Doch, Lore ist in der Mine. das ist die schöne deutsche Übersetzung von Lore. Das ist nämlich nicht Geschichte, das ist nicht Welt-Hintergrund-Geschichte, sondern Lore. So. Dann machen wir die jetzt mal Ja, kaputt. apropos auch vom ganzen Spielkinderteam, schöne Grüße an Blauke. Ja, bei uns ist sowas bisher noch nicht passiert. Also wenn ihr Pen and Paper bei uns guckt und überhaupt nicht wisst, wovon wir reden, aber das ist ein anderes Thema, dann werdet ihr auf jeden Fall keine zu besoffenen Leute sehen. Und wenn, dann sind wir meistens so besoffen, dass wir vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Wir sind eigentlich schon in Akt 10. Ja, das ist Quatsch, dass wir gerade erst bei Akt 2 sind bei YouTube von Pen and Paper, sondern Akt 10 ist eigentlich schon längst abgedreht. Beziehungsweise auch nicht, weil wir nicht aufgenommen haben. Richtig. Nein, Quatsch. In Wirklichkeit sind wir schon bei Akt 12 und schämen uns nur. Nein. oder 7. Okay, ja, stimmt. Akt 7 werden wir garantiert vergessen aufzunehmen. Warum glitscht hier gerade alles weg? Sie haben. Es wäre sowieso nie jemand bis zu diesem Tempel gekommen, Oh deswegen. nein, Ritter, die mir bisher noch keine Probleme bereitet haben. Was soll ich denn nur Aber es sind tun? drei davon und einer ist schwarz. Hat er das gerade wirklich gesagt? Dennis, du kannst doch nicht einfach irgendjemandem sagen, er sei schwarz. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich dachte, das darf man nicht. Doch, darf man. In unserer heutigen Welt. Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, dass der Ritter da schwarz ist. Ist er auch. Wir hauen ihn auch nur zu Brei, weil er schwarz ist. Ja, schwarze König. Was? Ah! Das war ein bisschen viel, glaube ich schon, oder? Ja, du hast es wieder übertrieben. Jetzt ist er rot. Das ist ein Indianer im Oh ja, yeah. Oh, Dennis. Du Schafspelz. kannst nicht einfach Indianer sagen, nur weil er rothäutig ist. Ah, okay. Stimmt, Donald Trump ist ja auch kein Indianer und hat orange Haut. Ja, der ist aber auch dumm. Der hat halt einfach nur zu viel Selbstbräunungscreme aufgetragen. Alter, der hat mich gerade gedropkickt. Der Body tackelt dich die ganze Zeit hin. Und der eine hat aber noch seine Rüstung. Den musst du mal wegmachen. Boom. Ich habe seine Rüstung weggemacht. Ich habe sein Leben weggemacht. Ich hab dein Leben weggenommen, Alter. Und du hast gerade einen Gürtel gefunden. Ja. Wofür ist der da? Damit kannst du deine Hose hochhalten. Ja, schon klar, aber nein, nein, in dem Spiel. du kannst irgendwas austauschen. Also die Gürtel und die Glücksamulette kannst du bei irgendjemandem eintauschen. Ich Aha. glaube, wenn ich dem alten Mann bei uns im Dorf 50 von den Gürteln gebe, dann gibt er mir ein Herzteil. 50. Ja, wir haben ja auch schon Shitload. Davon haben wir jetzt zum Beispiel 11. Shitload 11. Ja. Okay. Und es ist Überraschung der Master Key. Oh, Dennis, ey, du bist schon so gut. Es fehlt dir ja nicht mehr viel. Und jetzt? And now to my next trick. For my next trick. Sorry. Fliegen Warum ist wir. das Ding schon wieder unten? Ist halt so. Okay. Wir müssen Moment. doch jetzt einfach nur dahin, wo wir schon mal waren. Richtig. Ist doch nicht so schwer, das wissen wir doch alles schon. Ja, das ist da lang. Ah, Moment. Ich habe mich, glaube ich, umsonst aufgeregt, weil Dings. Wusch. Genau. So, jetzt hier mal weg. Wir Ah, müssen nämlich jetzt Geronimo. nur zu dem nächsten Fass, da wir ja schon den Teleporter aktiviert haben. Genau. Das haben sie nämlich doch ganz nett gemacht, dass es Wenn Teleportersteine sie gibt. ganz nett gemacht hätten, hätten sie den Teleporter direkt am Master Key gehabt. Ja, okay. Bleib mal kurz hier. Mami muss was erledigen. Ja, du bist jetzt die Mami. Ja. Das ist interessant. Interessante Interpretation der Geschlechterverteilung in Der diesem Spiel. Lore. Hast du die Lore gut interpretiert? Du wüsstest zwar nicht, warum man ein auf Schienen geführtes kleines Fahrzeug interpretieren muss, aber hast du trotzdem gut gemacht. Mann, jetzt schluck doch endlich! Schlimm, wenn die schlucken, ne? Wenn sie nicht schlucken, das ist nicht gut.
Ah, diese verdammten Mistkerle. Okay, so geschafft. Mana wäre jetzt mal cool. Moment, was war ein Mana? Grün, würde ich sagen, oder? Grün ist sehr Mana. Ja. Das war ein Band, die ist auch grün. Ein bisschen, ja. Da ist überhaupt kein Mana drin. Das ist überhaupt kein Mana drin, das sind nur Bomben und Rubine. Also grün ist es nicht. Ah, nee, nehme ich das jetzt mit. Okay, ganz unten war es, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre, ja. Dann das Fass? Ich weiß nicht mehr genau. Das steht halt auch die nicht. Die sind da nicht auf. Eingezeichnet, leider. Okay. Wieder Scheiß, aber nicht die Fässer. War es hier auf der Ebene? Also wenn, wäre es maximal über uns. Ja, dann flieg doch mal. Ja. Flieg doch mal. Geronimo Schröder. Und es ist. Ey, Moment. Habe ich den Typen überhaupt? Eigentlich jetzt nicht mehr, ne. Ja, dann kann er mir gestorben bleiben. Bumm. Prumm. Halbes Herz aus der Höhe. Ja. Ist doch unlogisch. Aber ich habe mit dem Schwert geschlagen. Das probieren wir, das stellen wir demnächst direkt mal beim Berliner Fernsehturm nach. Ich gebe dir ein Schwert, du darfst von oben runterspringen und. Wenn ich jemanden treffe, Dennis, das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich, ja. Es könnte sich jemand verletzen bei der Aktion. Also richtig. Wir könnten ausfassen, jemanden verletzen. Nicht uns mit selbst. Mit unserem Schwert. Mit dem Schwert, ja. Ja, wenn ich jemanden auf den Kopf springe. Das sieht man ja von da oben so schlecht. Ja, stell dir vor, ich hätte noch eine Axt. Dann nimmt man mich den Spalter. Ja, es sind zu viele Insider, ich weiß. Ja, na, ich meine, das ist. Glaube ich, alles relativ bekannt. Das ist ja bekannte Lore des Internets. So, wenn ich ein Fass wäre, wo würde ich mich verstecken? Müssten wir nicht eigentlich noch wissen, wo es ist? Wir waren doch erst vor 10 Minuten da. Ja! Aber in diesem Turm sieht halt auch alles gleich aus. Ja. Scheiße, diese verdammte... Jetzt, ah! Da ist es doch. Aber okay, Mana mehr. Oh mein Gott, das ist so knapp. Wahnsinn. Und hier ist auch keins. Oh, wenn mir jetzt irgendjemand erzählt, ich brauche diesen kleinen Hampelmann. Moment. Bevor wir, ja? Weißt du? Bevor. Vorgesorgt ist besser als nachgesorgt. Richtig. Los, Kackbratze. Ab ins Ding. Diese enorme Wut, die sich dann dir aufgebaut hat. Ja, der Typ, der... über uns? Oh, direkt da. Das ist dann gar nicht so schwer, da hinzukommen. Enorme Wut, die sich in mir aufgeschaut hat. Ich bin voll ausgeglichen. Tiefenentspannt, ja. Ich ja. Merk schon. Du fliegst da jetzt rein. Er kommt da irgendwie nicht so richtig rein. Na? So. Und ein Fädel. Okay. Meinst du, der kann da durch? Ich würde es für ihn wünschen. Man kann ja leider auch nicht einfach so springen. Das wäre ja zu einfach. Komm. Shit. Scheiß drauf. Nein, ich möchte, dass du das jetzt noch 5 Minuten probierst, nur um dann zu merken, dass du ihn gar nicht brauchst. Ja. So, holen wir uns noch eine Fee? Ja. Unbedingt. Die gucken dann immer so lieb. Ich lache jedes Mal. Es ist einfach schön, wie unglücklich sie mit ihrem Leben sind. Ja. In diesem Moment merken sie, dass sie alles falsch gemacht haben im Leben. Das sind ja auch männliche Feen, ne? Als männliche Fee hat man sowieso schon mal eine Menge falsch gemacht. Richtig. Wir sind nämlich eine männliche Fee. Es ist, wie El Bundy schon sagte, es ist falsch, Franzose zu sein. Genauso ist das für männliche Feen. Welcher Gegner war denn das jetzt? Ein Bossgegner. Bossgegner auch noch im Sephir-Tempel? Jabu Jabu nochmal. Das sieht nach Sand aus. Sand macht aber nicht viel Sinn, weil Sand gab es bisher hier noch nicht in dem Tempel. Ich bin geflogen. Es könnte jetzt auch Twilight Princess der schlimmste Gegner überhaupt sein. Und von schlimm meine ich schlechtes Boss-Design. Oh oh, schlechtes Boss-Design. Ja, halt auf den, was war das, auf dem Kreisel, den du nur einmal im Spiel benutzt. Ja. Und dann musst du halt hin und her springen und den am Kopf treffen. Sieht jetzt aber mit dem Sand zumindest ganz cool aus. Und es ist ein Sandwurm. Der sieht fast aus wie Mondor. Der sieht vor allen Dingen fast so aus wie irgendetwas aus das Ding aus einer anderen Welt. Also aus dem Originalfilm von John Carpenter. Da hast du ja die ganzen
hast ja das Alien, was dann auch immer so seinen Mund so ganz komisch öffnet, so seitlich und so. Es hat irgendwie was ziemlich. Was ist evolutionär, macht es halt gar keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Macht es keinen Sinn? Also ja, na, es würde die ganze Zeit rausfallen, ne? Deswegen haben wir ja unser Mund öffnen. Da kommt ein bisschen darauf an, wie du isst. Also wir jetzt für uns würde es keinen Sinn machen, aber wenn er hier immer so aus dem Sand rausguckt, ist er eigentlich scheißegal, ne? Weil wenn er von unten so hochkommt, um was zu verspeisen. Ja, dann könnte er auch eine Vierfachöffnung haben, das wäre dann einfach für ihn. Ja, aber es macht auch nicht, also es ist auch nicht so schlimm, dass er so aussieht, wie er aussieht. Als er dann sozusagen asymmetrisch sein muss. Erstmal. Au, au, au. Gegner, die sich das schlechte Target-Design zu nutzen. Super gut. Aber ich finde die Arena ganz cool mit dem Sand. Ich hab was. Dass es dann immer so einsinkt an bestimmten Stellen und so. Ja. Das ist schon eine nette Idee. Das auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, dass es über 10 Jahre alt ist und so, das ist schon cool. Also es ist ja auch so ein bisschen so dynamische Umgebungsveränderungen und so. Hast ja nicht. Das stimmt. Hast ja nicht so vielen Spielen gehabt damals. Wow. Dann hat er seine kleinen Kinder dabei. Oh, wie süß. Das ist der begleitete Papa zur Arbeittag, ne? Ja, ja. Für die kleinen Schlangen. Oh, schlimmster Tag für die Stormtrooper gewesen. Ja, das war echt ein scheiß Tag. Jetzt gibt es ja von Robo-Chicken so ein paar richtig gute Sachen, wo du halt wirklich bring your kids to work. To work, denn. Nicht! Ah. Ja, spuck mich aus. Plupp. Haben wir nicht mehr so viel Leben, oder? Noch so die Hälfte. Wir haben noch zwei Feen. Es gab ja jetzt auch am Tag der Aufnahme jetzt hier heute, gab es ja auch den neuen langen Trailer zu Rogue One, zum neuen Star Wars Film. Und der sieht ja mal so unfassbar awesome aus. Also da freue ich mich jetzt schon doppelt so doll drauf wie auf den 7. Teil, wo ja der Hype auch enorm war nun. Und ich auch enorm gehypt war. Aber meine Güte, also guckt euch auf jeden Fall mal hier Rogue One irgendwie zweiter Trailer oder so an. Also es gab ja schon mal einen kürzeren, so der war so 50 Sekunden lang oder eine Minute. Der war so ganz cool. Aber der ist jetzt, also der hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich jetzt wirklich Lust habe. Und da nicht nur so halb Lust. Nee, genau. Nicht nur so, ja, guck ich mir auf jeden Fall an, weil es Sci-Fi und ich mag Sci-Fi. Sondern, mein Gott, dieser Film sieht grandios aus. Und da gibt's halt auch mehrere Szenen vom Todesstern, wo ich dann auch die ganze Zeit, wie er noch im Bau ist, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, so, weil die ganzen Bauarbeiter und so, die arbeiten da jetzt schon seit 10 Jahren, jeden Tag freuen sich auf die Arbeit, weil es Spaß macht mit ihren Kollegen. Ja. Ich wollte immer, schon immer eine Raumstation bauen. Und mit Jenny, der Sekretärin, in der Pause ein bisschen schäkern und an der Kaffeemaschine stehen. Jenny ist auch eine. Jenny ist eine super süße. Ich meine, man sieht es nicht so richtig, weil sie hat auch einen weißen Helm auf, aber das ist ansonsten. Naja, und dann kommen so ein paar Deppen und sprengen das alles wieder. Das ist schon toll. Das ist schon schön. In einem Film, wo es auch um die Arbeiten an dem Gerät geht und dann aber auch um die Sabotage desselben. Also es ist einfach von allen Seiten mal beleuchtet. Ja, ich finde es gut. Ich finde, Rogue One hat da eine schöne Idee mit der Vorgeschichte von Teil 4. Also ist einfach gut. Haben wir's? Jo. Tja. Das sind immer die besten Tode. Oh nein, ich habe keine Energie mehr. Ich fliege jetzt nochmal durch die Gegend und sterbe in der Luft. Und explodiere in der Luft. Nein, ich erstarre. Na gut, das geht. Und dann explodiere. In Sand. Weil ja auch, das ist auch eine Nintendo, that's not how it works. Nur weil du in Sand lebst oder in Wasser lebst, bestehst du nicht aus demselben komplett. Das macht keinen Sinn. Menschen bestehen ja auch nicht aus Luft, obwohl wir in der Luft leben. Menschen leben in der Luft. Ich kann nicht fliegen. Das hat niemand behauptet. Doch. Ich habe nur gesagt, du lebst in dem Medium Luft. Wann bist du denn mal nicht im Medium Luft? Er war im Medium Sand größtenteils. Und besteht aus Sand. Er ist durch die Gegend geflogen. Er ist mehr im Medium Luft, als ich es je war. Weiß ich nicht. Du hast es gesehen. Du weißt es definitiv. Ja, aber er sah eher so aus, als würde er in Sand leben und hin und wieder mal hochhüpfen. So, jetzt teleportiert mal Fatty Mac Fatsack. Danke. Ja, das hat geklappt. Nee, den musst du jetzt noch holen. Geh nochmal hoch und ja, durchquere sicher den ganzen Tempel. Dann weiß ich, wer auf jeden Fall als erstes Schwert durch den Kopf kriegt. Du! Miyamoto? Richtig. Achso. Link, steck mir deinen Taktstock. Nein! Fang nicht schon wieder an. Ah, oh, jetzt musizieren sie noch schön. Ach, ist das wunderbar. Ja, jetzt kriegen wir endlich mal ein geiles Upgrade. Was wäre das Beste, was jetzt mit dem Schwert passieren könnte?
Es könnte mit uns sprechen. Das Beste, nicht das Skyward Sortigste. Ich wollte schon sagen. Ich weiß nicht, es könnte... Es könnte blau leuchten. Genau, es könnte anzeigen, wenn Orks in der Nähe sind. Das wäre gut. Hat er jetzt aufgehört, weil es funktioniert hat? Ja. Und was passiert, wenn man sein Schwert in beide Hände nimmt? Es fängt an zu leuchten. Und? Weiß ich nicht. Und wächst. Richtig. Seine alte Stärke zurückerlangt. Yay! Ach, ist das das nächste Upgrade erst? Oh, schade. Ich wollte schon sagen, das ist jetzt aber nicht so toll. Nee, da siehst du halt, wie es noch so 3 cm länger wird. Ich verbleibe hier im Tempel und setze meine Gebete vor. Fapping Time! Oh, mit dem ganzen Sand hier. Ich werde hier einen Wald draus machen. Überall kommen meine Eichel rein. Ja, so viel dazu. Das hat er die ganze Zeit vorhin gemacht. Gut, dass wir das getan haben. In Sandhaufen. Das ist ganz viel Sand. Ja, nee, ist schon richtig. Und links schaut er jetzt unter den Rock. Oh ja, das magst du. Wusch. Weggewuscht. Und wieder ein Tempel geschafft. Dann ist. Und dann habe ich ihm gesagt, er muss die Tempel durchsuchen. Ja. Ja, die beiden Kumpels unterhalten sich hier. Still geworden, man könnte sogar einen Kieselstein umfallen hören. Im Wasser. Im Wasser, natürlich. Da machst du ja ein Gesicht wie 7 Tage rauer Seegang. Ja, so sagt man das. Monster sind weg. Freu dich doch mal ein bisschen. Okay. Platsch. Hey Link. Hey König, wie geht's? Ich hab schlechte Nachrichten, es sind keine Monster mehr da. Good News, Crew! Frei nach Futurama. Gute Neuigkeiten, ihr müsst jetzt auf eine Selbstmordmission gehen. Genau. Nicht nur das. Auf eine Freiwillige. Auf eine Freiwillige. Ich habe dich und dich ausgesucht. Und ihr werdet nicht dafür bezahlt. Seine monströsen Schergen, die um Gallus Schützpunkt die verwunschene Bastion patrouillieren, sind auch bis auf den letzten Mann verschwunden. Das sind schlechte Nachrichten? Mhm. Meine größte Sorge, wie es um Zelda steht. Spielkit, finde alle Triforce-Splitter. Begib dich auf dem schnellsten Weg nach Hyrule. Schnell! Erstmal müssen wir diese Flasche einsammeln. Und diese Flasche ist ein schwarzer Bildschirm. Alex. Alex hat uns ein Bild von der Piratenfrau geschickt. Na, von Zelda halt. Von Zelda. 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 Mit einem weichen S. Aber da steht ein Z. Nein, steht es ein nicht. Zelda. Er heißt Alex, da ist gar kein S. Da, du hast recht. Und auch kein Z. Gut, unsere Aufgabe ist, die Triforce-Splitter zu sammeln. Ja. Wo kriegen wir die denn her? Wir finden Karten, die uns Tingle dann dechiffriert. Macht das nicht Deckard Cain? Nein, leider nicht. Stay wild, listen. Ja, na gut, dann suchen wir jetzt nach Karten zum Dechiffrieren und dann gibt's nächste Folge Triforce Action, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Wird's nächste Folge Karten Action. Nächste Folge Tingle Action. Mhm. Yay, Freude, freut euch, bis dann. Tschüss.